Heute mal ein kleines Video aus der Rubrik Leben, Futter leicht gemacht. Und zwar habe ich hier eine alte Styroporbox. Da hatte ich mal Fische im Internet bestellt gehabt. Ja, und die habe ich jetzt umfunktioniert als Halterungsbox für Lebendfutter. Und zwar für Gelbschwanz-Regenwürmchen. Die bekommt man entweder im Angelbedarf oder bei Amazon habe ich welche bestellt. Gar nicht teuer. Ja, im Gegensatz, wenn man jetzt zum Beispiel Tubifex oder anderes Lebendfutter entweder im Laden kauft oder bestellt, ist es recht teuer. Das ist die günstige Variante. Also hier habe ich Gelbschwanzregenwürmer drin. Und das Gute ist, ich habe das normal auf dem Balkon stehen. Ich habe das jetzt mal reingeholt, weil draußen sehr, sehr windig ist und man mich da nicht versteht. Das Gute ist, wenn die draußen stehen, passiert nämlich das. Die Regenwürmer sammeln sich hier am Rand. Dort kann man sie dann ganz einfach mit der Pinzette entnehmen. Ich habe hier ganz normale Erde drin und zum Fressen hier Salatblätter und ich trinke auch gerne Brennnesseltee und dann mache ich den Tee dann einfach mit rein. Das fressen die Würmchen auch sehr, sehr gern. Und man sieht hier, ich habe verschiedene Größen. Hier kann man auch mal den gelben Schwanz erkennen. Genau. Die Würmchen, ja, sind in allen Größen da, ne? Kleine, dünne oder eher dickere. Und die werden sehr gern genommen von meinen Channas, von Kugelfischen. Aber auch Apistogramma fressen die sehr, sehr gerne. Wenn die dann zu groß sind, mache ich einfach ja, hier ein Stückchen ab, ne? Und verfütter die dann mit einer Pinzette. Ja, die Tiere stehen total drauf. Die Würmchen zappeln natürlich wie verrückt dann unter Wasser und wecken dann den natürlichen Triebinstinkt, sage ich mal, von den Fischen. Ja, und die werden sehr gern gefressen. Und ich habe immer frisches und vor allem viel Lebendfutter. Aufpassen, dass die hier nicht rauskrabbeln. Zur Hand, genau. So mache ich das also unter anderem mit meinem Lebendfutter. Ich habe ja auch noch Ansätze von Glanzwürmern zum Beispiel, die ich dann in einem Aquarium vermehre. Aber das hier ist die einfachste Variante. Kostengünstig und super praktisch. Wenn dir das kleine Video gefallen hat, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich freuen. Bis dann.